Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie. Wir haben heute für euch den Cupra Born und zwar den stärksten und auch teuersten, den wir je getestet haben. Und das ist auch die heutige Frage des Videos, nämlich lohnt es sich den Cupra Born in der stärksten Version zu kaufen, beziehungsweise haben wir hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Cupra Born kennt ihr von uns vielleicht schon. Links zu den entsprechenden Videos findet ihr unten in der Infobox. Wir fliegen nichtsdestotrotz einmal kurz übers Design rüber, denn es gibt auch ein, zwei spezifische Sachen, die tatsächlich der stärksten Version zuzuschreiben sind, was die Ausstattungsvarianten angeht. Wir sehen hier bei unserem Testwagen, dass wir ein dunkles, schönes Grau haben. Und ich mag das sehr gerne. Warum? Weil wir bei Cupra gleichzeitig auch immer unser Cupra Copper haben. So nenne ich es selber. Es wird nicht offiziell so kommuniziert. Nicht nur in Form des Logos, sondern auch unten an dieser wunderschönen Lippe eine sehr, sehr breite, kupferfarbene Linie, die das Fahrzeug nochmal richtig schön unterstreicht. Und hier ist es nochmal versteckt, der kleine Cupra-Schriftzug, praktisch hier an dieser Kante mit eingelassen, also ein bisschen zurückgesetzt. Das war es aber schon, was die Farbvielfalt hier bei unserem Testwagen angeht, denn bis auf hier und da hochglanzschwarze Details sehen wir nichts, was so optisch ablenkt. Das stellt das Kupfer natürlich noch mal mehr heraus und genau so soll es auch sein. Mit dem Cupra Born haben wir serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer und, ihr werdet es gleich auch sehen, auch am Heck sehen wir LEDs. Die fügen sich recht schön ein, auch die sind relativ weit hinten eingelassen. Ihr seht, ich kann meine ganze Hand noch da drin verschwinden lassen und haben eine recht schlichte Signatur, die aber gut zu dem Fahrzeug passen, denn das spricht ja eigentlich mehr durch Linienführung als durch irgendwas, was heraussticht. Dann werfen wir einen Blick auf die Seite, beziehungsweise die Felgen. Ihr kennt es vielleicht, der Cupra Born kommt an sich mit 18 Zoll Felgen daher. Da wir jetzt hier allerdings die stärkste Variante haben, sind dem schon mal 19 Zoll Felgen aufgezogen geworden. Unser Testwagen hier bringt dann jetzt allerdings 20 Zoll Felgen mit sich in diesem Bicolor-Design, wie ihr sehen könnt. Ein sehr interessantes Design. Wir haben nicht nur den Außenring, sondern auch noch einen Innenring und das sieht man wirklich sehr selten. Das Silber sehr dezent gehalten. Warum? Weil es hier beim Cupra Born auch gar nicht im Fokus stehen soll. Und wem ist es direkt aufgefallen? Derjenige schreibt mal bitte ganz schnell unten in die Kommentare. Wir haben hier noch einen zweiten Grauton. Bei unserem Testwagen fällt es jetzt gar nicht so auf, weil der ja selber grau ist. Aber hier gibt es noch mal ein etwas helleres Anthrazit, auch metallisch gehalten. Und es ist nicht nur hier bei den Außenspiegeln der Fall, sondern Blick nach unten, auch unten beim Schweller tatsächlich. Bevor wir ins Heck gehen, sehen wir hier noch einmal getönte Scheiben im hinteren Bereich, sprich gleich auch am Heck. Und ihr seht hier ein kleines Muster, was mit eingelassen wurde. Clever gemacht, denn das ist einfach nur ein Kontrast zwischen Hochglanz und Matt. Hier seht ihr dann noch mal ein ganz klein bisschen schwarz. Alles natürlich für die Aerodynamik so gedacht, aber macht ja auch immer einen schönen Look, wenn man so einen kleinen Heckspoiler hat und so eine schöne Abrisskante. Ne? Dementsprechend passt das gut zusammen. Hier seht ihr hinten die Lichtsignatur, die ja wirklich jetzt auch wieder so eine waagerechte schafft. Generell hinten wird das Fahrzeug sowieso ein bisschen mehr in die Breite gezogen und auch mehr auf die Straße gesetzt. Vorne, finde ich, ist das gar nicht unbedingt so der Fall. Hinten ist es dann tatsächlich eher ein sportlicherer Look. Das sieht man zum Beispiel hier auch an der Heckschürze. Hinter all dem verbirgt sich selbstverständlich auch der Kofferraum und den kann man hier so durch elegantes Kippen öffnen. Und dann haben wir hier ein Kofferraumvolumen von 385 Litern. Dann kommen wir zum Motor, der nicht hier steckt, sondern nur das typische Klima, tralala. Heißt, beim Born steckt da vorne auch nie ein Motor drunter. Es sei denn, sie kommen vielleicht doch noch irgendwo dazu, eine Allrad-Variante zu bauen. Bei uns steckt der Motor, wie bei jedem Born, hier an der Hinterachse mit 70 kW Dauerleistung. Jetzt wird der erste oder andere vielleicht, hallo, ihr habt geschrieben, ihr habt den stärksten. Ja, haben wir. Mit Sternchen. Peak 170 kW, wenn. Batterietemperatur 23 bis 50 Grad Celsius, State of Charge, also Batterieladezustand über 85%. Umgebungstemperatur und noch so ein paar andere Faktoren müssen damit auch mit reinspielen und auch der Alterungsprozess der Batterie. Dazu übrigens auch in der Videobeschreibung mal die genaue Auflistung, wie es mit der Garantie und der Kapazität aussieht innerhalb der 8 Jahre. Dann haben wir 170 kW für 30 Sekunden. Sonst nicht. Heißt im Alltag, insbesondere wenn man die Garantie
Ladebescheinigungen genau befolgt, dann hat man eigentlich nie 170 kW. Da wäre auch später noch beim Fahren die Frage, lohnt sich das? Spürt man das im Alltag? Und ein kleiner Tipp am Rande, wer das meiste an Performance aus dem Born rausholen möchte, der muss auf den großen Akku verzichten. Denn zum einen ist der mit E-Boost, mit 170 kW im Peak, dann auch leichter. Aber dieser E-Boost ist dann auch bis knapp 55% verfügbar und nicht nur wie hier im oberen SoC. Dann haben wir hier zwischen den Achsen 77 kWh netto, womit diese Konfiguration theoretisch 500 km fahren kann. Bei diesen Temperaturen leider nicht, aber auch dazu kommen wir gleich noch beim Fahren. Und im Innenraum seht ihr dann eigentlich genau dieselbe Farbkombination und sogar dieselben Muster wie außen. Also unser Testwagen spiegelt sich innen und außen gleich wieder und bleibt dementsprechend im gleichen Design. Serienmäßig würdet ihr sehr, sehr viele recycelte Materialien sehen, nicht nur in Form von den einzelnen Leisten, Dach etc. pp., sondern auch Stichwort Sequel an den Sitzen. Wir haben jetzt hier hellgrauen Stoff in Kombination mit Anthrazit außen. Das ist eine sehr, sehr schöne Haptik, wenn man es anfasst. Und ihr seht es auch schon, es ist so perforiert, wieder in diesem Muster, was wir schon öfter gesehen haben am Fahrzeug. Und darunter verbirgt sich dann so ein leicht schimmernder kupferfarbener Akzent. Ich nehme mal an, das ist Garn, was da drunter gesetzt wurde. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und dementsprechend haben wir auch die abgesetzten Ziernähte wieder in diesem Ton. Der Ton selber, ihr habt es vielleicht direkt auf den ersten Blick gesehen, spiegelt sich dann auch in Form einzelner Leisten wieder. Nicht nur dort bei den Luftauslässen, sondern zum Beispiel auch an der Tür. Es ist so eine ganz kleine Leiste. Und wenn wir den Blick dort schon haben, dann könnt ihr es vielleicht schon sehen, obwohl jetzt gerade Tageslicht drauf fällt. Dort versteckt sich auch das serienmäßige Ambiente-Licht. Und auch hier an der Tür unter dem Griff vor allen Dingen ist dann wieder dieses, ich sag mal, Dreiecksmuster laienhaft ausgedrückt, wieder mit aufgegriffen worden. Genauso wie die hellgrauen Akzente. Und es wiederholt sich halt immer wieder, das sieht man auch im Dashboard-Bereich. Jetzt gerade hier die Hand schon ab, fühlen wir einmal. Es ist übrigens eine sehr interessante Oberfläche. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber es ist so leicht, ja, wie so genoppt, kleine Mini-Noppen. Und ja, es ist sehr weich gepolstert. Ich finde, man kann es immer gut sehen, wenn ich auf die Kante drücke. Es ist wirklich weich unterlegt. Hier natürlich nicht. Hier dann schon wieder. Das ist immer ein sehr wichtiger Bereich. Da ist es tatsächlich weich. Und dann fühle ich nochmal direkt an der Armlehne. Ja. Auch hier vorne natürlich wieder nicht, weil da die entsprechende Leiste ist, aber hier ist auch wieder sehr weich. In der Mittelkonsole haben wir dann auch nochmal sehr schön viel Hubraum, was ich ja total liebe. Und was ihr auch sehen könnt, ist unsere Kommandozentrale. Die Kommandozentrale ist tatsächlich serienmäßig mit dabei, misst dementsprechend immer 12 Zoll und hat auch Wireless Mirrorlink mit dabei, beziehungsweise ich drehe es immer gerne um. Wir setzen es nochmal in die richtige Reihenfolge, sprich Apple CarPlay, Android Auto, alles mit dabei, was wir brauchen. Schrägstrich, die Navigation ist nicht serienmäßig, die ist dann separat erhältlich, also optional, und wir haben sie hier auch bei unserem Testwagen. Ebenfalls mit dabei, neben den Schalensitzen, Sportlenkrad serienmäßig. Wir haben es hier leicht perforiert, wieder mit den kupferfarbenen Akzenten und einem Special Extra Knöpfchen, nämlich hier diesem kleinen Cupra-Zeichen, was ihr sehen könnt. Dahinter versteckt sich dann auch der Cupra-Modus, Schrägstrich, ein Boost. Dazu aber gleich mehr beim Fahren, da möchte ich dem Fahrer nichts vorwegnehmen. Und dahinter seht ihr dann unsere Instrumententafel, so hat man es doch früher immer so schön gesagt. Heute ist es hier beim Cupra Born ein digitales Cockpit, das misst 5,3 Zoll und ist ebenfalls serienmäßig. Bevor wir zu den Ablagen direkt kommen, einmal der kleine Hinweis, ihr seht schon, haptische Knöpfe haben wir eigentlich gar nicht mehr, sprich die serienmäßige Zwei-Zonen-Klimaanlage, Standheizung etc. pp. Geht dann alles über den Screen. Der reagiert auch gerade schon so schön, wenn ich die Handbewegung mache. Wir schauen die Ablagen uns an. Die hier ist schön versteckt mit einer gummierten Oberfläche bzw. Verdeckung, denn dort hinter, könnt ihr schon sehen, befinden sich zum einen die Cupholder plus ein Extrafach. Weiter den Blick nach hier geschwenkt, sehen wir dann eine induktive Ladeschale. Auch die ist gummiert. Und wir haben natürlich unter der übrigens sehr weich gepolsterten Armablage noch ein sehr
großes Fach, das sehr tief unten reingeht. Und da seht ihr es auch schon, zwei USB-C-Anschlüsse, die sind ebenfalls serienmäßig und ihr werdet es gleich auch noch sehen. Hinten haben wir die ebenfalls. Und dann noch der kleine Hinweis, die Armlehne kann man auch noch easy und smooth vorn zurückschieben. So verstellen lässt sie sich dann hingegen nicht. Blick aufs Handschuhfach. Wie groß ist das? Ja, das geht richtig gut auf und da passt auch einiges rein. Finde ich gut. Natürlich haben wir außerdem noch Platz in den Türen. Und da dürfte eine Einleiterflasche auch gut ihren Platz finden. Mit dem kleinen Hinweis, dass sie dann so nach vorne kippt. Das Fach wird dann hinten schmaler, sprich Rettungsweste bzw. Papierchen sollten dann dorthin kommen. Dann weiter mit dem Vortür. Geht angenehm weit auf, sodass man hier auch gut was einladen kann. Kind und Kegel, wie so oft. Einstieg relativ angenehm. So, jetzt mit den Winterschuhen hinter meiner Fahrerposition sind die schon fest. Da kann nichts mehr passieren. Ich habe aber an den Knien über die Fingerlänge Platz hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter. Auch nach oben hin sind es noch 3,5 Finger knapp. Allerdings, man sieht es vielleicht auf der Kamera, ein bisschen dunkle Höhle. Von dem Material ein bisschen anders als vorne, wo vorne noch, sagen wir mal, auch ein bisschen hochwertige Materialien dabei sind. Alles hier hinten harter Kunststoff. Inklusive der Ablage hier unten, wo aber auch nochmal gut eine 1 Liter reinpasst, zumindest leicht schräg. Der große Downside hier bei der Variante 170 kW großer Akku ist, hier sind nur 4 Sitzplätze. Heißt, das hier in der Mitte ist eine Ablage, da kann man sich nicht hinsetzen. Es gibt hier hinten nur 2 Gurte. Das heißt, ich könnte mich hier hinsetzen, aber es ist A, unangenehm und ich habe nichts zum Festmachen. Also das sollte man definitiv wissen. Da ist ein bisschen weniger Platz. Dann haben wir hier zweimal USB-C, aber auch wieder den flachen Mindeltunnel und hier die Armablage, die man auch getrost hier immer unten lassen kann, mit 2 Becherhaltern und einem kleinen Smoothie-Halter in der Mitte sowie der Durchreiche nach hinten. Fangen wir mit etwas an, was uns, glaube ich, schon länger beim Cobra bauen beschäftigt. Das Lenkrad. Ich glaube, beim letzten Video hatten wir irgendwas erzählt, dass man sich hier automatisch irgendwie die Lautstärke verstellt. Jetzt habe ich extra bei den ganzen 2 Wochen die rechte Hand so gehalten, dass es mir nicht passiert. Und es ist mir nicht einmal passiert. Dafür ist mir was Blöderes passiert. Was denn? Ich habe den Tempomat verstellt, ohne drauf zu achten. Man hat zwar so eine leichte haptische Rückmeldungen dazu, aber wenn man halt so fährt und dann halt die Hand so drauf hat und plötzlich 10 mehr, merkt man jetzt nicht. Man merkt es dann nur an der Abrechnung, wenn es plötzlich das helle Licht macht. Das ist dir aber nicht passiert, hoffe ich. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert, weil ich irgendwann gedacht habe, warum stimmen diese 2 Angaben nicht miteinander? Aber Insider-Trader Bernd hat gute Informationen an dieser Stelle, scheinbar, wenn es stimmt. Es kommt nämlich eine Überarbeitung im Konzern, dass dieses ganze Touch-Lenkrad wegfällt und wieder normale Knöpfe herkommen. Finde ich rückwirkend betrachtet ein bisschen witzig, dass man jetzt sagt, oh, ja, vielleicht sollen wir doch wieder Knöpfe machen. Wenn es stimmt, wenn es stimmt. Wenn es stimmt, ist es auch gut, weil irgendwas ist immer hier mit dabei. Also gerade laut leise oder ACC. Dir scheint das nicht passiert zu sein in den 2 Wochen. Mir ist tatsächlich nichts dergleichen passiert, aber auch bei den Tests vorher hatte ich damit nicht so Probleme. Jetzt muss ich zugeben, ich halte nicht immer so ganz vorbildlich die Hände. Du fährst mir so. Nee, das auch nicht. Aber ich halte die so drüber. Also ich hake die so, die kleinen Finger so drüber ein. Dadurch bin ich so 3 cm höher als der normale Mensch. Und was ich auch nicht mache, ist den nennt man das Ballen der Hand, ja, so drüber kippen lassen. Die hängen bei mir mehr außen. Ja, also wer so fährt, alles kein Problem, nur wer halt. Jetzt nimm mal bitte meine Position ein, wie ich sehe. 10 und 2. Ein bisschen weniger. Ja, 10 und 2 ist kein Problem. Runter und dann ein bisschen nach außen kippen, die Hände. Nee, da krieg ich schon vom Zuhören Schmerzen. Nee. Wenn man gelenkig ist, geht es. So, dann waren wir damit auch länger unterwegs. Mhm. Also lange Strecken. Und haben den V-Max voll ausgereizt. Mhm. So, und dann geht's eigentlich, was er so bei Geschwindigkeiten bis 150, 155 so durchzieht bei knapp, ich glaube 10 Grad waren es oder sowas, 12 Grad. 12, glaube ich. 23 Kilowattstunden ist okay.
Allerdings muss man natürlich auch rechnen, dass gut 3/4 des Akkus dann weg sind nach so einer Tour bei diesen Bedingungen. Aber wir sind nach knapp 200 Kilometer fahren und auch wirklich fahren, waren noch knapp, glaube ich, 35% drin, was auch im Stadtbereich, wo man dann ist, noch irgendwo reichen sollte, um da irgendwo rumzufahren und teilweise kurz zurückzufahren oder sehr langsam zurückzufahren. Das würde noch funktionieren. Und im Gesamtmix durch diese, insgesamt waren es dann 450 Kilometer, auch schneller, ist unser Gesamtmix nicht so super gut, mit knapp 20 Kilometerstunden. Aber davon abgesehen kann man auch bei jetzt so irgendwo zwischen 0 und 10 Grad inzwischen auch relativ gut unterwegs damit zu sein. Denn gerade das Aufwärmen, was eigentlich am meisten Energie kostet, geht relativ schnell. Auch wenn man hier die Eco-Stellung hat. Eco-Stellung heißt nur Fahrer, nicht Beifahrer. Mhm. Und es gibt manche Autos, da ist die Eco-Stellung wirklich super Eco, sodass das gesamte Auto, also weder hier der Fahrer sitzt, noch sonst irgendwas warm wird, aber hier die Eco-Stellung funktioniert schon ganz gut. Nur wenn man hinten ein bisschen thermisch was verändern möchte, dann braucht man auf jeden Fall beide Zonen hier vorne aktiv. Wir hatten aber auch dank der nicht mehr vorhersehbaren Wetterbedingungen, hatten wir auch mal 18 Grad. Ja. Also eigentlich für die meisten E-Fahrzeuge optimale Bedingungen. Die Sonne hat geschienen, es war trocken, 18 Grad. Aber ein paar Kilometer haben ihm gefehlt. Also die offizielle WLTP-Angabe habe ich nie im Display gesehen. Auch nicht von der. Obwohl er 100% geladen war. Auch nicht von der Säule weg. Also ein bisschen Schwund ist immer, wie man so schön sagt. Aber die typischen 300 Kilometer zwischen den Säulen auf der Autobahn sollten kein Problem sein, wenn man ein bisschen vom Gas ablässt. Mhm. Wenn man ein bisschen flotter unterwegs ist, sind es 200 Kilometer zwischen den Säulen. Und dann aber auch wirklich exakt zwischen 85%. Knapp 200 Kilometer, wenn man Vollstulle jetzt bei diesen Temperaturen gibt. 19 Grad. So, und der typische Larissa Abholmix heißt Landstraße, Stadt, Rhein, 12,1 Kilowattstunden. Bei 12 Grad finde ich auch noch okay für diese, jetzt müssen wir schon wirklich sagen, Gewichtsklasse. Denn wir waren parallel auch mal kurzfristig mit einem anderen E-Auto unterwegs. Ähnliche Leistung, weniger Reichweite, aber auch deutlich weniger Gewicht. Und jetzt für sich genommen merkt man das Gewicht, finde ich nicht. Die Dämpfung nimmt einiges davon weg. Und wenn man mal eben so, sagen wir mal, im oberen SOC-Bereich ist und die volle Leistung zur Verfügung hat, dann geht auch schon ganz gut das Fahren. Jetzt bin ich aber individual, müsste ich eigentlich Cupra für gehen. Geht ein bisschen mehr. Da ist aber auch die Rekuperation ein bisschen stärker. Aber was man denn eben merkt, diese 1,9 Tonnen. Ich wollte gerade sagen. Im direkten Vergleich, wenn man ein anderes, leichteres, vielleicht auch hier und da, sagen wir jetzt mal, günstiger gebautes Fahrzeug fährt, dann merkt man das. Und das nimmt so ein bisschen das Fazit vorweg. Wer diese mehr Power möchte, sollte auf die Reichweite verzichten. Mhm. Also kleinerer Akku heißt auch weniger Gewicht, heißt hundertprozentig mehr Fahraktivität. Denn bisher, glaube ich, sind wir immer nur den kleinen Akku gefahren. Und der macht dann einfach mehr Spaß. Das ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl dann in der Kombination. Ja. Also da würde ich bei dem hier definitiv auf die Reichweite verzichten, vielleicht auf die höhere Ladeleistung. Wäre mir dann alles drittrangig eigentlich, weil theoretisch, ich glaube, das erste war irgendwo in den Bergen von Barcelona und da hat er richtig Spaß gemacht mit dieser relativ aktiven Hinterachse. Mhm. Und dann das zweite Mal war im Schnee sowieso mehr Spaß. Und jetzt, man irgendwie hängt so das Gewicht immer mit. Mhm. Also, kleinerer Akku, coolerer Fahrspaß, größerer Akku. Verbraucher-Käufer-Hinweis. Ist jetzt die Frage, was ihr braucht. Was man braucht, genau. Wir haben keinen One-Pedal. Den einen oder anderen könnte das stören. Ich finde es jetzt davon losgelöst, wenn man kein anderes E-Auto kennt, nicht so schlimm. Mhm. Weil wir auch hier eine adaptive Rekuperation haben, heißt der Radar schaut hin und wieder mal nach vorne. Auch der bremst nicht auf Null, aber es macht den Alltag relativ angenehm, fand ich jetzt so. Und dauerhaft B, okay, mal rein, geht auch, weil auch hier, wenn ich mich jetzt nicht irre, keine Veränderung im Pedal ist.
der Aufwand durchzudrücken ist ein bisschen höher. Aber der generelle Aufwand ist jetzt nicht, man hat nicht direkt so einen höheren Druck davon. Ich fand, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter auflaufen lasse, geht er so ein bisschen adaptiv in die Rekuperation. Und man hat es auch, glaube ich, relativ schnell raus, wie weit er das regeln kann, wo seine Grenzen gesetzt sind. Du hattest es vorher erwähnt, die schönen Direktwahlknöpfe. Richtig, und den kleinen Cobra-Knopf, den wir haben. Also links hast du die Modi. Ja, was ich bevorzuge gegenüber die Alternative, die da wäre, irgendwo im Touchscreen seine Modi rauszusuchen. Ja, wesentlich besser so am Lenkrad. Und rechts hast du dann den Cupra-Mode-Knopf, Schrägstriche auch für den Boost gedacht. Ja, aber er hat sich irgendwie nur als Cupra-Knopf rausgestellt. Auch oberhalb von 90% war es einfach nur der Cupra-Mode. Das war jetzt kein richtiger Push-to-Pass-Button. Aber was ich auch gut gemacht finde, wenn man da wieder raus will, kommt man in das zuletzt gewählte Befehl und er schmeißt da nicht irgendwo wieder hin. Mhm. Er startet halt nur eben immer in Normal. Mhm. Und auf der anderen Seite lang drücken, das ist eigentlich bei den normalen Modellen dann der Direktwahlknopf, für den Cobra ist hier ein Range. Das heißt, die Klima müsste wahrscheinlich ein bisschen runterregeln, direkt. Ich glaube, sie hört auf, ja. Ja, und... Nee, ich sehe durch den Wind. Ja, so weniger wird. Aber man kann auch hier durch alle schön durchwählen. Also daher so die Direktwahlknöpfe ist schon ein Vorteil gegenüber. Und die Touch. Einen wichtigen Hinweis sollten wir vielleicht noch geben. Mhm. Mit den riesigen 20 Zöllern und DCC. Ich würde es als noch komfortabel beschreiben. Mhm. Aber ich bin auch schon ohne DCC gefahren und dann ist das definitiv sportlich. Aber auch im Vergleich zu anderen MEB-Fahrzeugen härter. Selbst in meiner Lieblingskomfortstufe auf ganz links ist er spürbar härter als alle anderen MEB-Fahrzeuge. Ein bisschen was merkt man immer. Ein bisschen was merkt man immer, genau. Also wer sportlicher haben möchte im MEB, definitiv den Cobra. So, an mit der Assistenz. Und da muss ich jetzt vielleicht auf andere Videos vertrösten, denn wir haben nicht so viel mit dabei. Als der Travel Assist wäre hier hinterleuchtet, wenn er mit dabei wäre. Wir haben jetzt nur einen ganz normalen ACC. Und Abstand und so weiter und Verkehrszeichenerkennung und auch den Lane-Assist unter anderem, den man hier noch im Touchscreen einzeln abstellen kann, der von Haus aus immer aktiv ist, es sei denn, man toucht da zweimal rum und stellt ihn aus. Aber sobald man die Zündung wieder neu anmacht, ist er aktiv. Und das war es eigentlich auch schon. Travel Assist ist in den anderen, glaube ich, irgendwo einmal mit dabei gewesen. Da einfach mal kurz reinschauen. Verkehrszeichenerkennung funktioniert aber ziemlich ordentlich. Born mit Bums, das war zu eingangs die Frage. Und wir machen jetzt auch mal so wie Cupra, einfach ein Sternchen. Wenn man das haben möchte, dann muss man auf eines verzichten, und zwar Reichweite. Denn wenn man die Variante mit großem Motor und kleinem Akku nimmt, wird man fahrspaßmäßig wahrscheinlich besser unterwegs sein. Hier liegt der Fokus eben auf Weiterfahren. Das war's auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem Cupra Born in der stärksten und teuersten Variante. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch diese Variante? Würdet ihr sagen, doch, die würde ich mir trotz allem zulegen, oder sagt ihr, nee, meine Tendenz geht tatsächlich ganz woanders hin? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen und ihr könnt uns auch sehr gern auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin passt bitte gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!